Lasst uns heute über Astaxanthin sprechen. Viel Spaß! Astaxanthin ist einer der wirksamsten Antioxidantien, die es gibt. Die Substanz färbt Lachse rot und wirkt gegen die Sonne. Astaxanthin zählt chemisch gesehen zu den Carotinoiden. Astaxanthin ist natürlich und vegan. Den höchsten Gehalt weist die Blutregenalge auf. In der Kosmetik findet man die Alge auch in der Inhaltsstoffeliste. Ist der Astaxanthin-Gehalt besonders hoch, steht in der Inhaltsstoffeliste Astaxanthin zusätzlich. Astaxanthin ist ein Antioxidant, das freie Radikale neutralisieren kann, die beispielsweise für die Hautalterung zuständig sind. Astaxanthin ist fettlöslich, also lipophil, also eignet sich die Verarbeitung in einer Creme oder in einem Serum, das Öl enthält, besonders gut. Da unsere Haut einen hohen Lipidanteil aufweist, penetriert Astaxanthin die Hautbarriere problemlos und die Effekte können sich frei entfalten. Die antioxidative Wirkung von Astaxanthin hat mit den wasserliebenden und fettliebenden Bestandteilen zu tun. Zudem wirkt Astaxanthin für die Haut einfach effektiver und wird nicht so schnell verbraucht. Kollagen ist die Basis glatter und faltenfreier Haut. Astaxanthin schützt das Kollagen vor dem Angriff freier Radikale. Astaxanthin ist durch die hohe antioxidative Wirkung ein natürlicher Sonnenschutz. Astaxanthin kann aber gängige UV-Filter nicht ersetzen. Es kann aber Sonnenschutzprodukte noch stärker machen. Die antioxidative Wirkung von Astaxanthin kann sogar bei Sonnenbrand eingesetzt werden. Aufgrund der Langzeitwirkung helfen Sonnenschutzprodukte mit Astaxanthin noch nach dem Sonnenbaden. Zudem scheint Astaxanthin hilfreich bei Altersflecken zu sein. Astaxanthin kann auch als Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt werden. Wenn du die positiven Effekte für die Haut haben möchtest, musst du es allerdings auftragen. Ich habe Astaxanthin bereits schon mal eingenommen. Und zwar einen ganzen Monat und ich war baff von der Wirkung. Die Wirkung ist einfach grandios. Ich habe immer so ein bisschen Probleme mit dem rechten Knie gehabt und die entzündungshemmende Wirkung, die ist einfach super. Kann man echt nicht meckern. Auf dem Gesicht habe ich es noch nie aufgetragen. Es gibt aber ein Sonnenschutzprodukt von Bayer und Söhne. Die heutige Info stammt übrigens heute wieder von Bayer und Söhne. Ihr müsst euch unbedingt mal auf der Homepage, ich wollte schon fast sagen, auf dem Blog umgucken. Ich verlinke euch einfach wieder alles in der Infobox. Ihr guckt da einfach wieder rein. Und falls du Interesse an einem bestimmten Inhaltsstoff hast, den ich mal durchnehmen sollte, kannst du mir das gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Daumen nach oben nicht vergessen und wenn du Bock hast, hinterlass doch einen Kommentar für den Algorithmus, ist das eine gute Sache, also unterstützt mich damit. In diesem Sinne melde ich mich ab, sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!